Ich liebe es, komplexe Herausforderungen zu lösen. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum ich vor über 15 Jahren Gründer einer Innovationsagentur geworden bin und ich entwickle seitdem Innovation. Meine Geschichte. Stellt euch vor, ich bin eingeladen worden von einem führenden Automobilhersteller aus Deutschland. Wir nennen keinen Namen. Und am Konferenztisch sitzt eine Menge Leute, wichtige Leute und ich. Und es sollte der Moment in meinem Leben werden. Denn es geht um eine Innovation, die ich mitgebracht habe, eine Innovation, die die Kraft hat, die gesamte Branche zu verändern. Und ich bin aufgeregt, wir sind gespannt, die Stimmung steigt und plötzlich meldet sich ein firmeninterner Fachmann und sagt: Herr Behrendt, Sie glauben doch nicht wirklich, dass es jemals einen Computer im Auto geben wird? Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist eine wahre Geschichte. Und ich habe viele der Sätze in meiner beruflichen Laufbahn gehört, zu viele. Ein weiterer war tatsächlich: Herr Behrendt, Sie glauben doch nicht wirklich, dass man Schuhe übers Internet verkaufen kann? Ja. Aber nachdem es denn der Computer dann doch irgendwie ins Auto geschafft hat und nachdem auch sich der Verkauf von Schuhen übers Internet durchaus als valide erwiesen hat und so insgesamt mit dem Thema Internet es auch nicht so richtig vorbeigehen wollte, habe ich mich gefragt, warum ist es eigentlich so verdammt schwer, innovativ zu sein und Innovation zu entwickeln? Und damals habe ich geglaubt, man muss das beste Produkt haben oder der beste Ingenieur, dann würde sich der Erfolg schon irgendwie einstellen. Herr Behrendt, unsere Kunden wollen das nicht. Damit kann man kein Geld verdienen. Das wird sich niemals durchsetzen. Heute weiß ich, um innovativ zu sein, reicht es eben nicht aus, das beste Produkt zu haben oder kreative Ideen zu entwickeln. Eine Innovation verdient nur dann die Bezeichnung Innovation, wenn sie erfolgreich im Markt eingeführt ist und akzeptiert wird. Und um wirklich innovativ zu sein, braucht man in der Praxis ganz andere Dinge, als uns die Fachpresse glauben lassen möchte. Fangen wir mal ganz vorne an. Was würdest du tun, wenn du 10 Millionen Euro hättest? So komische Frage und die naheliegende Antwort der meisten wäre wahrscheinlich Urlaub. Mal Hand hoch derer, die ganz ähnlich denken würden. Das ist eine Entscheidungsverstärkungsfrage. Die stellt man sich immer dann, wenn man was herausfinden möchte, was einen bisschen tieferen Grund hat. Und ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt, und umso öfter man es macht, und man kommt auf den Kern der Sache. Und bei mir war dann der Kern der Sache, dass so Urlaub auf Dauer vielleicht auch nicht das Richtige ist. Und man kommt irgendwann zu dem Punkt, dass man feststellt, was einen wirklich vom Herzen antreibt. Und bei mir als Ingenieur vom Herzen, ich wollte die coolste Firma aufbauen. Und zusammen mit so einem richtig coolen Team an den relevanten Aufgaben arbeiten, das Morgen besser machen und die Zukunft aktiv gestalten. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, so einen Traum zu haben, ist ziemlich einfach und der Weg dahin ist ziemlich schwer. Ich bin jetzt wirklich lange im Business und habe echt verdammt viel gelernt. Und heute haben wir tatsächlich, also wir arbeiten für die innovativsten Firmen der Welt und wir haben ein wunderschönes Office und ein Spitzenteam. Ein paar davon sind heute hier. Aber in der ganzen Zeit habe ich vor allen Dingen auch eins gelernt, dass nämlich was nicht funktioniert. Und umso mehr Erfahrung ich gesammelt habe, stellte ich auch fest, dass irgendwas schiefläuft beim Thema Innovationsentwicklung. Was läuft denn schief? Ich behaupte felsenfest, dass 90% aller Firmen überhaupt gar nicht innovativ sind. Sie waren es vielleicht mal in ihren Gründungszeiten, aber sie haben es definitiv mit dem Wachstum und umso größer geworden sind, wirklich verloren. Und damit stehe ich nicht ganz alleine da. Es gibt diverse Studien von Harvard und Sturdy and Gray und Gallup. Ich nehme mal jetzt vier Stück. Erstens, 90% aller Erträge da draußen werden eben mit nicht innovativen Produkten erzielt. Auch 90% aller Produktneueinführungen scheitern. 90% aller Unternehmen wollen Veränderungen. Aber das Unfassbarste, 90% aller Mitarbeiter tun nur noch das, was ihnen angewiesen wurde oder haben bereits innerlich gekündigt. Und trotzdem sagen alle Firmen, Innovation ist der wichtigste Treiber für ein nachhaltig werthaltiges Wachstum. Komisch, oder? Denn wie wir gerade gehört haben, beim Thema Innovation klemmt irgendwas. Also, was ist die Lösung? Warum sehen all diese Zahlen so verdammt schlecht aus? Brauchen wir bessere Methoden? Müssen wir mehr Geld investieren? Müssen wir uns einfach nur mehr anstrengen? Vielleicht.
vielleicht aber auch nicht. Denn das, was ich die letzten Jahre beobachtet habe, ich glaube, wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben irgendwie die Verbindung verloren. Wir gehen zwar zur Arbeit, aber wir bringen uns nicht mehr richtig voll ein. Die allerwenigsten sind heute wirklich emotional beteiligt. Es scheint für die meisten Menschen Job, das ist sowas wie ein Lohnerwerb. Ein Übel, was erfüllt werden muss. Work-Life-Balance. Wir trennen unsere Arbeit vom Leben? Sollte Arbeit nicht vielleicht der beste Teil unseres Lebens sein, wo wir so viel Zeit darin investieren und so viel Dinge da verbringen? Und das nenne ich das Professional Dilemma. Was ist das? Wenn mir sowas widerfährt, wie eingangs erzählt, diese, ach ihr Bären, sie glauben doch nicht wirklich Geschichten, dann hat man mir sehr oft gesagt, hey Lars, nenn das mal nicht persönlich, das geht ja nicht gegen dich. Aber wisst ihr was? Ich nehme es persönlich. Jede Idee, jede Innovation, jeden Prototypen, den wir gemeinsam entwickeln, unserem Team, da stehe ich dahinter und zwar zu 100%. Und ich glaube daran und ich will daran glauben, ich will dafür kämpfen, mich einsetzen und weil es mir wichtig ist. Was ist das für ein Phänomen, dass wir meinen, im beruflichen Umfeld unsere Emotionen nicht zeigen zu dürfen? Denn wenn wir ehrlich sind, wir nehmen es doch persönlich. Wenn Dinge, die uns wichtig sind, nicht verstanden werden, akzeptiert oder wie auch immer, oder abgelehnt werden, dann haben wir es gelernt, im beruflichen Umfeld das nicht zu zeigen. Und das nennt man dann professionelle Distanz. Hier mal ein schönes Beispiel, das Boss-Phänomen. Das ist ein Beispiel aus dem Professional Dilemma und bringt es so wunderbar auf den Punkt. Lass uns mal einen Blick auf diese beiden netten Menschen werfen. Auf den ersten Blick nichts Falsches zu erkennen, aber dann. Der eine ist Chef. Jetzt mal Frage und Hand hoch. Wer von euch kennt jemanden, der über seinen Chef nicht glücklich ist? Oder noch viel besser, wer kennt jemanden, der seinen Job gekündigt hat wegen seines Chefs? 69% der Arbeitnehmer hatten so eine Situation, hatten schon mindestens einmal einen schlechten Vorgesetzten, aber 97% der Führungskräfte halten sich selbst für eine gute Führungskraft. Und jetzt ratet mal, wenn die Tür zu ist und ich spreche von Chef zu Chef über dieses Thema. Was meint ihr, was da für Themen auf den Tisch kommen? Richtig. Die Chefs beschweren sich über genau dieselben Themen, nur aus der anderen Perspektive. Aber jetzt mal im Ernst, hier läuft doch irgendwas schief. Und ich meine, also so richtig schief. Dieses gelernte, programmierte Verhalten. Wenn so viele Menschen solches Problem haben, dann ist doch was nicht in Ordnung. Und wenn ich dann zum Beispiel auf dem Freitag nach Hause fahre und im Radio kommt, endlich Wochenende, endlich habt ihr es geschafft. Und auf Social Media fängt das Leben wieder an. Ne? Hoch die Hände, Wochenende, unsere geteilten Bilder, wir am Sonnenuntergang, wir am Strand, wir am Feiern. Komisch, wir am Arbeiten, irgendwie nicht so richtig likable, oder? Warum reden wir nicht mit unseren Chefs und sagen ihnen, was uns wirklich wichtig ist? Und warum reden wir Chefs nicht mit unseren Mitarbeitern und sagen ihnen, was uns stört? Und ich bin überzeugt, diese Art der Kommunikation, dieses gelernte Verhalten, das führt zu einer großen Anzahl von Kritikern und Menschen, die sehr viel reden, ohne wirklich zu handeln, aber nur so sehr selten und sehr geringen Anteil von Machern. Was schätzt ihr, wie hoch ist der Anteil der sogenannten Macher im Verhältnis zu den Kritikern? Wer aufgepasst hat, könnte eine Ahnung haben. Da sind sie wieder, unsere 90%. Also, wo liegt der Schlüssel zu Innovation? Ist Bildung der Schlüssel? Ich meine, das, was wir überall hören. Wir sind heute an der Uni, hier geht es um Bildung. Bildung muss der Schlüssel zur Innovation sein. Aus der Praxis kann ich das eindeutig widerspiegeln. Es sind nicht unbedingt die fachlich qualifiziertesten Mitarbeiter, die den besten Input für Innovationen liefern. Im Gegenteil, umso höher der Rang und damit ja meist auch einhergehend ja der Bildungsgrad, umso häufiger ist eher so eine Bedenkenträgerhaltung vorherrschend. Also eher eine anti-innovative Haltung. Okay. Mit diesen Erkenntnissen im Kopf, was ist dann der Schlüssel zur Innovation? Und eigentlich kennen wir es ja schon. Es sind nämlich die ersten Erfahrungen, die wir auch schon als Kind gemacht haben. Damals, als wir noch Gestalter unseres eigenen Entwicklungsprozesses waren und Dinge wie Laufen, Sprechen, Radfahren gelernt haben. Als Kinder, als Entdecker. Damals waren wir total überzeugt, dass wir etwas Neues entdecken können, weil wir es selbst erlebt haben. Weil wir zum Beispiel noch ein paar Mal hinfallen, wieder aufgestanden sind und plötzlich laufen konnten.
Und bei Kindern findet man diese großartige Kombination aus Mut, Resilienz und Neugier. Die perfekte Kombi für einen Innovator. Und all diese Erlebnisse sind auch heute noch fest in unserem Gehirn verankert. Das bedeutet, dass jeder im Grunde genommen genau weiß, was es bedeutet, innovativ zu sein und wie viel Spaß es macht. Innovativ ist also jeder Mensch, der es auf dem Weg ins Berufsleben nicht verloren hat. Und die richtige Frage sollte eigentlich sein, wie kann ich es wiedererlangen? Und ich bin fest überzeugt, dass es darum geht, das bereits volle in uns liegende Potenzial unserer Persönlichkeit zu entfalten. Damit werden wir innovativ. Und gestützt auf die Zusammenarbeit mit dem Hirnforscher Gerald Hüther sprechen wir heute über solche Themen wie Antrieb, Leidenschaft, sich den Sinn erkennen, die Berufung, Dinge, die mir wirklich wichtig sind, als Person. Alles Begriffe, die im beruflichen Umfeld eher nicht so wirklich vorkommen, oder? Zu unprofessionell macht man nicht. Macht man nicht? Ich bin fest überzeugt, dass es an der Zeit ist für eine neue Definition von was ist professionell. Wie kommen wir wieder ran an unsere Emotionen in Bezug auf unseren Job? Und das ist natürlich zu komplex, es in meinem kurzen Talk zu erklären, aber der neue Business-Profi für mich, der versteckt sich nicht hinter einer professionellen Business-Maske oder einem Business-Anzug. Er spricht, handelt und agiert genauso beruflich wie privat. Aber viel wichtiger, er macht eine Arbeit, die ihm wirklich was bedeutet. Und nochmal, tatsächlich bekommen wir in unseren Projekten den innovativsten Input von der Basis. Also von ganz normalen Mitarbeitern und eher selten von top ausgebildeten Fachleuten. Und was ich dabei beobachtet habe, diese Menschen sind nicht datengesteuert oder auf Sicherheit aus oder noch schlimmer, Shareholder-Value getrieben. Man kann fühlen, dass das Thema, was sie behandeln, ihnen wirklich wichtig ist. Und sie zeigen echtes Engagement und sie gehen all in. Das zeigen ihre Augen und vor allen Dingen auch ihre Ergebnisse. Ja, klingt gut, will ich auch. Wo ist der 10-Punkte-Plan? Das hören wir dann häufiger. Die schlechte Nachricht, die gibt es natürlich so erstmal gar nicht. Die gute Nachricht, ich habe trotzdem 3 erste Maße mitgebracht, die einen konkreten Einstieg in eure persönliche Potenzialentfaltung ermöglichen. Und wenn ihr diese Dinge dann ausprobiert habt und immer wieder anwendet, so wie wir es getan haben, dann werdet ihr merken, dass man dadurch ganz neue Wege und Möglichkeiten gehen kann. Thema 1. Wenn ich nicht weiß, wofür ich stehen soll, wenn mir nicht bewusst ist, wofür ich da bin, dann bekomme ich überhaupt keine kreativen Ideen. Irgendwann müsste ich also ein Problem in der Welt erkennen und zur Überwindung dieses Problems aktiv beitragen wollen. Das ist die Grundlage für jede Anstrengung. Und das ist vielleicht das Wichtigste, dass du dieses Motiv zuerst für dich rausfindest, von dem du überzeugt bist, sich dafür einzustellen. Und wenn Menschen ein solches Motiv haben, dann brauchen die keinen Kreativitätstrainer, Innovationstrainer, dann brennen die. Also findet heraus, was euch selbst als Persönlichkeit wirklich wichtig ist. Und wir machen das mit der Entwicklung eines persönlichen Leitbildes. Das ist bei uns mittlerweile die Basis für jede Anstellung. Und daher konzentrieren wir uns heute nicht mehr ausschließlich aufs Fachwissen. Wir versuchen stattdessen herauszufinden, was den Bewerber als Mensch wirklich ausmacht. Also die wahren Ziele im Leben, nicht nur die beruflichen. Was sind seine Werte, was seine Vision, was seine Leidenschaft, was sind seine Träume, was will er im Leben erreichen, was würde er tun, hätte er 10 Millionen. Punkt 2, verändernde innere Einstellung. Klingt logisch, auch, aber das ist das Schwerste, was man von einem Menschen verlangen kann. Und von außen geht es gar nicht. Wie schaffe ich es trotzdem, die Einstellung zu ändern von das ist unmöglich hin zu unmöglich mag ich besonders gerne. Wir ändern die innere Einstellung durch neue Erfahrungen. Wie das geht? Wir haben sogenannte Innovate Fridays für uns entwickelt. Und dort lassen wir unsere Mitarbeiter an Dingen arbeiten, die nur ihnen persönlich selbst wirklich wichtig sind. Wo wir gemeinsam einen Tag von der Idee bis zum Prototypen Sachen bauen. Und das ist dann schon ein cooles Gefühl, wenn man plötzlich merkt, das muss nicht so weitergehen mein ganzes Businessleben lang, sondern man kommt wieder in Kontakt mit den Dingen, die einen mal haben ursprünglich ticken lassen, als Kind, als Entdecker. Und so wird man dann plötzlich auch wieder neugierig, was sonst noch alles passieren könnte. Und dann plötzlich ist er da, der Innovator im Inneren, man hat ihn wiedererweckt. Und so sind ganz nebenbei außergewöhnliche, großartige Produkte und Lösungen bei uns entstanden. Punkt 3, Führung. Ich bin überzeugt, Führung im herkömmlichen Sinne erzeugt anti-innovative Mitarbeiter. Wir brauchen ein komplett neues Verständnis unserer Beziehung im Job. Und ich glaube an eine Art von Führung, die auf Gegenseitigkeit basiert. Als erstes stoppt dieses Entpersonalisieren. Wenn früher bei uns im Team Probleme auftraten, dann war immer sofort der Schuldige gefunden. Das Projektmanagement, der Chef, die Techies, das war mal kein Thema. Weil es ist so schön einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, statt einfach mal bei uns selbst anzufangen. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft bei uns selbst beginnen, eine Lösung zu suchen und wir Chefs beginnen würden, unseren Job als Dienstleister statt als Privileg zu definieren?
Denn das Hauptproblem in Firmen ist doch, keiner traut sich, gegenüber seinen Ranghöheren etwas auszusprechen, wenn was klemmt. Chefs, begebt euch auf Augenhöhe mit euren Mitarbeitern. Das ist die halbe Wahrheit. Mitarbeiter, begebt euch auf Augenhöhe mit euren Chefs. Wir sind alle Menschen und haben vermutlich im Ziel ganz ähnliche Ziele im Leben. Also, was ihr mitnehmen solltet, wenn du innovativ sein willst, erfolgreich, reich, berühmt oder was auch immer, dann hör auf, dich auf Methoden, Tools oder Verkaufstechniken zu konzentrieren oder was immer auch andere euch sagen wollen. Fangt an, euch auf euch selbst zu konzentrieren und findet heraus, was euch wirklich wichtig ist. Und lasst uns so Emotionen zurück in die Unternehmen bringen. Echte Emotionen, persönliche Emotionen, deine Emotionen. Und versteck dich bitte nicht hinter dem Vorhang der Professionalität. Zeige, was dir wichtig ist. Zeige, dass du wichtig bist. Und zeige, was dir nicht gefällt, dann schnapp es dir, baue es um und mach es besser. Das ist Innovation. Und möglich ist, was du glaubst, was möglich ist, nicht was andere dir sagen. Und mit diesen Leuten können wir dann all diese ganzen neuen Methoden und fancy Innovationsstuff auch anwenden. New Work, Agile, Scrum, Sprint, habt ihr alle schon gehört. Zusammen mit diesen Leuten funktioniert es dann wirklich. Und was ich gelernt habe, mit solchen Menschen können wir die Welt von morgen gestalten. Mit solchen Menschen ist fast alles möglich. Und ich liebe es, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Also, frag dich selbst, zu welcher Art von Menschen willst du gehören? Und ich lade dich ein, komm rüber zur Seite der 10%, die anpacken, die machen, die wirklich was verändern wollen, und werde innovativ. Vielen Dank.